Wir haben eine neue Miss Austria 2013 und es ist Ina aus Tirol. Hey, I'm in love. Ina, wie war jetzt dieses Jahr als Miss Austria für dich? Es war ein total unbeschreibliches Jahr. Es war so viel in dem Jahr, wenn ich jetzt alles aufzählen müsste, dann würde ich jetzt ein bisschen länger brauchen. Es war wirklich von Anfang an einfach extrem gewaltig. Also da war so viel und es ist so schnell auch vergangen. Gewachsen bin ich an dem Ganzen. Also ich habe mich auch entwickelt. Ist es die große Chance, vor der alle sprechen? Also ich finde schon, du hast wirklich alle Wege offen danach. Natürlich, die MAC hilft einem auch wirklich dann, in welche Richtung man gehen will, dass sie die auch dabei unterstützen. Aber man kommt ja auch zu Leuten, die man davor nie kennengelernt hat. Und von dem her finde ich schon, dass das eine riesengroße Chance ist, ja. Du warst ja auch bei der Miss World. Wie war das? Es war jetzt nicht genau meins, weil es einfach 140 Mädels waren aus den verschiedensten Ländern. Und da geht es halt auch wirklich um Beauty. Und da ist man zum Beispiel in der Früh aufgestanden, um 5 in der Früh, und da wurde schon gestylt und die Haarwicklereien da. Und ja, es war, ich glaube, in dem ganzen Jahr die größte Herausforderung, die Miss World war. Also da bin ich auch sehr stark dran gewachsen. Also welchen Tipp gibst du weiter für die Dame, die dann zur Miss World nächstes Jahr fahren wird? Auf jeden Fall sich sehr gut darauf vorzubereiten, weil die Mädels, die was unten sind, die werden wirklich gedrillt auf das. Also die sind da wirklich professionell. Also angefangen von Laufsteg bis Interviews bis Präsenz. Da musst du top sein bei der Miss World Wahl. Also da musst du wirklich Gas geben. Wie hat dich die Miss Austria Corporation in diesem Jahr unterstützt? In alle Richtungen. Also die waren wirklich immer da, wenn ich sie gebraucht habe. Natürlich die ganzen Events, die ganzen Leute, die ich kennengelernt habe. Ohne die Miss Austria Corporation wäre das nie zustande gekommen. Und da einfach, dass man eine Absicherung hat, dass man weiß, okay, man hat da eine Agentur hinter sich und die managt es dann auch wirklich für einen. Wie geht es jetzt weiter mit dir, Ina, nach der neuen Miss Austria? Das ist eine gute Frage. Ich komme aus dem Modebereich, ich habe Modedesignschule gemacht. Ich habe überlegt, ob ich in dem Bereich wieder einsteige, einfach mit Zeichnen, mit Design. Modeln werde ich auf jeden Fall. Und sonst schauen wir mal, was sich ergibt. Ich glaube, da kommen einige Sachen.